Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dela Kochstudio. Bei mir ist wie immer die bezaubernde Küchenfee Jonas. Hallo Jonas. Hi. Jonas, was tun wir heute? Wir schmeißen Käse weg. Ja, Jonas ist ein bisschen bockig. Wir hatten gerade einen kleinen Misserfolg. Wir machen heute Blumenkohlbratlinge. Und weil ich mag das sehr. Ich habe das aber selber noch nie erfolgreich hinbekommen. Und dafür brauchen wir das Folgende. Wir brauchen einen kleineren, mittelgroßen Blumenkohl, einen Topf mit kochendem Wasser. Wir brauchen Gewürze nach Gefühl. Wir haben jetzt Cayennepfeffer, Salz, Pfeffer, italienische Kräuter, edelsüßen Paprika, Petersilie, italienische Kräuter, habe ich glaube ich schon gesagt. Und Käse. Geriebenen Käse, am besten Mozzarella, 150 Gramm. Und da war eben gerade dieser kleine Misserfolg, weil wir gerade eine Tüte Ja-Käse weggeschmissen haben, die noch bis 16.04. haltbar war, weil sie war verschimmelt. Ansonsten brauchen wir noch 50 Gramm normales Mehl, 50 Gramm Paniermehl, also hier so Semmelbröselzeug oder Panko oder was auch immer ihr euch denkt. In der Zeit setzt ihr schon mal einen Kochtopf mit heißem Wasser auf und kocht dieses Wasser. Währenddessen eure wundervolle Küchenfee zerkleinert schon mal den Blumenkohl in sinnvolle Röschen. Und ihr könnt in der Zeit die Mischung machen aus Gewürzen, Kräutern, Mehl und Käse. Das habe ich jetzt getan. Und ich warte jetzt, dass quasi der Blumenkohl das Wasser betritt, gekocht wird. Danach wird er klein gematscht, zum Beispiel mit einer Gabel. Es kommt dann noch eine Zwiebel rein, wobei ich annehme, dass die wahrscheinlich Geschmackssache ist. Eventuell noch ein Knoblauch, aber den würde ich tatsächlich an der Stelle weglassen. Ja, weil Knoblauch und Blumenkohl passt in meiner Welt irgendwie nicht zusammen. Warum sollte man noch zwei Kohlsorten mischen? Das ist total verrückt. Knoblauch aus Kohl? Nein, Rauch. Oh, okay. Das ist das Gleiche. Hauptsache Italien. Gut. Ja, also wir kochen jetzt, dann werfen wir das Zeug in Wasser und dann melde ich mich gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. So, die erste Charge des Blumenkohls ist bereits gekocht. Wir werden das in zwei Chargen machen müssen, weil unser Topf einfach zu klein ist. Keks. Aber die erste Charge ist jetzt gekocht. Und wird demzufolge jetzt rausgenommen aus dem Wasser und mit einem Gäbelchen klein gedrückt, dass das so ein bisschen wie Reis von der Struktur her ist. Genau. Dasselbe wird dann mit der zweiten Charge Blumenkohl passieren. Wir haben das Ganze jetzt für ungefähr 8 Minuten gekocht, dass es auch schön weich ist, damit es gut geht. Und nachdem das dann erledigt ist, wird das Ganze zusammen mit der Käse-Mehl-Mischung verknetet zu Patties. Genau. Gibt es Ergänzungen, liebe volle Küchenfee? Nö, du hast es schon so richtig erklärt. Ausgezeichnet. Dann geht's gleich weiter. So, nachdem jetzt auch die zweite Charge Blumenkohl gekocht worden ist, zerdrücken wir das Ganze, wie gesagt, so mit einer Gabel. Danach schmeißen wir da zwei Eier mit rein, sowohl Eigelb als auch Eiweiß. Und den ganzen Rest, den wir gemacht haben, also die Käse-Mehl-Kräuter-Gewürzmischung. Und das Ganze formen wir dann zusammen mit der kleinen gehackten Zwiebel, die ich hoffentlich schon erwähnt hatte. zusammen in die Mischschüssel, mischen das alles und formen daraus dann Patties. Gut, dann bis dann.
So, der Blumenkohl ist jetzt etwas abgekühlt. Wir haben den jetzt klein gedrückt, haben die zwei Eier da reingeschlagen. Deswegen müsst ihr warten, bis der Blumenkohl ein bisschen kälter ist, weil ansonsten... Ansonsten habe ich Angst gehabt, dass die Eier sofort anfangen zu stocken. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen haben wir die Eier jetzt aus da reingeschlagen. Jetzt kommt der ganze Rest von der Mischung dazu und dann wird das Ganze geknetet. Wichtig ist dabei, die Küchenfee immer ein bisschen liebevoll zu streicheln, und dann arbeiten die besser. Streichen? Ich dachte, es wäre ein Kitzel. Nein, das war ein Streichen. Küchenfee verwirren auch oft sehr hilfreich. Weil dann vergessen die nämlich das Naschen. Und was hast du so gefühlt von der Struktur her? Wird langsam, nimmt nach und nach ein bisschen Bindung ab. Ich gehe gleich auch mal wirklich mit den Händen rein kann. Also ich nehme mal an, ihr wollt so eine Art Struktur wie bei Fleischklößeln. Also, ne? Oder? Das ist ungefähr das, wo wir hinwollen. Das wird man nicht hinbekommen. Nein. So, wir haben gerade eine Entscheidung getroffen. Wir haben einmal eine Testreihe mit richtigen geformten Patties. Da bin ich allerdings unsicher, weil ich glaube, die werden die Pfanne nicht überleben. Also ich habe das Gefühl, die werden auseinanderfallen. Und deswegen haben wir jetzt noch ein Alternativprogramm gemacht. Nämlich ein kleines Backblech von der Heißluftfritteuse. Haben das mit Backpapier ausgekleidet. Und haben jetzt quasi auf der ganzen Fläche dieses Backblechs diese Masse verteilt. Und werden das versuchen, mal im Ganzen zu backen. Quasi wie so ein Pizzateig. Wir hatten das Ganze schon mal getestet mit Rösti-Teig. Und das ging sehr gut. Und würden das dann einfach jetzt im Backofen backen. Also in der Heißluftfritteuse. Was würdest du schätzen? Wie viel Grad? Wie lang? Ich würde die Standardeinstellung nehmen, 190 Grad, 15 Minuten. Genau. Gucken, wie es ist. Und eventuell nochmal umdrehen, genau. Und dann das gleiche nochmal. Genau. Und dann kann man das, denke ich, einfach dann in bissfeste, bissgroße Stückchen schneiden. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir das, oder? Oder einfach falten und aufessen. Genau. Dann handeln Sie angemessen, schmeißen Sie das in die Heißluft. Halt, ich brauche noch ein Foto. So, wir haben das Ganze jetzt beidseitig jeweils für einerseits 15 Minuten bei 190 Grad und dann 10 Minuten bei 190 Grad genau. Gebacken auf dem Backblech als ganze Fläche und haben das jetzt aus dem Ofen genommen und servieren das Ganze kleingeschnitten mit Tzatziki. Was ist deine erste Manöverkritik? Ich finde es ziemlich gut, muss ich sagen. Sicherlich in Fett gebraten, das würde das Geschmack noch etwas sehr voranbringen, aber halt auch kalorientechnisch. Mhm. Aber finde ich eine nette Sache. Ich würde ein bisschen mehr mit Gewürzen spielen, glaube ich. Auf jeden Fall deutlich mehr Salz. Ja, mehr Salz. Mhm. Ich glaube, der Knoblauch hätte nicht geschadet. Mhm. Die Idee mit dem Kreuzkümmel, die fand ich auch nicht schlecht aus dem Video. Warte. Ach, Kumin ist Kreuzkümmel. Ja. Okay. Ansonsten vielleicht sogar auch ein bisschen Muskat mit dran. Das weiß ich nicht. Weil Blumenkohl und Muskat gehört eigentlich zusammen. Aber ich finde es gut. Also es ist nicht knusprig, so wie wir es jetzt gemacht haben. Es hat eher so die Struktur von einem, ich sag mal, von einem weichen, dickeren Pizzateig. Aber mir ist das ja grundsätzlich nicht unrecht, dass das nicht total knusprig ist. Ja. Es hat knusprige Stellen auf jeden Fall. Also ich finde das völlig, völlig gut. Ja. Wie gesagt, nur ein bisschen mehr Salz hätte ich gesagt, bräuchte man. Auf jeden Fall. Und aus der Menge, die wir jetzt angegeben haben, würde man quasi zwei solche Mini-Backbleche und ein bisschen
bis sie einen kleinen Kram rauskriegen. Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt beschlossen, dass wir den Test mit der Pfanne nicht erst machen, oder? Genau. Sondern dann quasi die zweite Portion einfach auch nochmal genauso zubereiten wie die hier, weil für meine Verhältnisse hat das jetzt eigentlich ziemlich gut funktioniert. Mhm. Ich bin sehr glücklich. Dann bedanken wir uns fürs Dabeisein und ja, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.